Leute, grüß euch zum neuen Video. Heute geht es wieder um die Fitness daheim und ich habe hier ein neues Laufband von Gearstone für euch. Das ist das Modell GT3 und das hat es wirklich in sich, wie ihr gleich sehen werdet. Gleich nach dem Intro gucken wir uns das ganz genau an. Ja, von Gearstone kommt hier ein wirklich leistungsfähiges Laufband. Was bedeutet leistungsfähig? Wir haben hier ein 3-in-1 Laufband und zwar könnt ihr damit verschiedene Geschwindigkeiten realisieren und somit natürlich die Situation, die Trainingssituation auch anpassen. Das heißt, wir haben hier drei verschiedene Geschwindigkeitsstufen. Im ersten Gang würde ich jetzt sagen 1 bis 3 km/h. Dann könnt ihr das Gerät zum Beispiel unter den Schreibtisch stellen. Und dann könnt ihr neben der Arbeit, wenn ihr euch im Homeoffice befindet zum Beispiel, dann ganz gemütlich nebenher joggen. Und im zweiten Bereich sind wir dann von 1 bis 6 km/h. Das ist schon ein bisschen nun leichtes Training. Und dann haben wir noch eine dritte Stufe, 1 bis 12 km/h. Da könnt ihr mal richtig Gas geben dann. Ja, wenn man das Band auspackt, sieht das Ganze so aus. Auf der Unterseite befinden sich hier solche Abstandshalter, solche Füße. Diese Füße könnt ihr dann auch nochmal einzeln justieren. Vorne müssen allerdings noch 2 untergeschraubt werden. Die sind natürlich auch im Lieferumfang mit dabei, nur dass man das nicht vergisst, ansonsten wird es eine wackelige Angelegenheit und ihr habt Rollen vorne unter, sodass ihr das Gerät auch bequem hin und her schieben könnt. Wie gesagt, sind die Füße hier tatsächlich herausschraubbar. Ihr seht das hier so, ja, so knapp 2 cm kann man das Ganze justieren und dann an den Untergrund entsprechend anpassen. Die Füße sind natürlich solche Anti-Rutschfüßchen, damit das Gerät nicht irgendwie hin und her flutscht, wenn ihr euch da drauf bewegt. An der Seite ist einmal der Feststellhebel für die Brücke, das heißt für den Handlauf, den ihr dann nach oben klappen könnt oder wahlweise, wie gesagt, wenn ihr euch im normalen Sportmodus befindet, wenn ihr das unterm Schreibtisch nutzen wollt, könnt ihr das auch zusammengeklappt lassen. Mit dabei ist natürlich auch einiges an Werkzeug, sodass ihr die Spur so ein bisschen einstellen könnt. Die beiden Füßchen sind dabei, dann ein bisschen Schmierstoff ist mit dabei und eine Abreißsicherung, natürlich auch ein Stromkabel, eine Fernbedienung, ein Tablethalter und eine Fernbedienung, womit ihr das Gerät dann steuern könnt. Ja, das Ganze muss, wie gesagt, nicht großartig montiert werden. Das Einzige, was wir machen müssen, den Bügel hoch und runter klappen und den Tablethalter, wenn ihr den benutzen möchtet, dann eben aufstecken und dann könnt ihr hier während des Laufens zum Beispiel YouTube gucken oder Musik hören oder irgendetwas anderes. Zum Thema Musik sage ich euch dann gleich zum Ende hin des Videos nochmal etwas Interessantes, was dieses Band dann auch noch leistet. Ja, und ansonsten seid ihr sofort einsatzbereit, wie ihr seht. Das Band macht auf jeden Fall erstmal einen sehr, sehr wertigen Eindruck. Das muss man einfach so sagen. Die Abreißsicherung funktioniert so, indem hier unten so ein kleiner Magnet dran ist, dann wird das unten einmal festgemacht und ja, und diese Klammer hier, die macht ihr euch dann einfach irgendwie an den Overall, an euer T-Shirt oder euer Trainingsshirt, was ihr eben habt. Und wenn das abreißen sollte, das heißt, ihr fliegt vom Band herunter und unten der Magnet sich dann trennt, dann hält das Band dann natürlich auch sofort an. Das ist so eine Notfallsicherung, die man dann hat. Ansonsten kann man das Band von oben dann super bedienen, wie ihr gesehen habt. Hinten wird es dann eingeschaltet. Da ist ein Hauptschalter, den darf man nicht vergessen, sonst funktioniert es natürlich nicht. Und da wird auch das Stromkabel dann letztendlich eingesteckt. Ja, und ansonsten, wie gesagt, habt ihr unten ein Display, was euch über den Trainingserfolg dann informiert und über die Geschwindigkeit, die eingestellt ist, über die verbrauchten Kalorien, über die erledigte Distanz, über die Zeit, die ihr schon gelaufen seid. Und natürlich zählt es auch einen Countdown runter, wenn ihr euch auf dem Band dann bewegt, beziehungsweise wenn ihr das Band dann startet. Das sehen wir dann gleich nochmal. Und oben ist nochmal ein zweites Display, da seht ihr dann die gleichen Angaben. Dann habt ihr die Geschwindigkeitseinstellung, eine Pause-Taste, eine Plus-Minus-Taste und die Start-Stopp-Taste. Wenn ihr die drückt, zählt ein Countdown von 3 bis 0 herunter und dann fängt das Band langsam an, hier mit 1 km/h tatsächlich dann zu laufen, sodass man sich erstmal dran gewöhnen kann, erstmal ganz bequem, wie gesagt, ein Walking dann sozusagen erledigen. Ja, und ansonsten könnt ihr jederzeit mit der Plus-Minus-Taste das Ganze dann deutlich schneller stellen oder eben deutlich langsamer. Das geht in 0,5 km/h Schritten. Und wenn ihr dann diese schnell Wahltasten, die 3 oder die 6 wählt, dann könnt ihr auf 3 km/h bzw. auf 6 km/h direkt beschleunigen lassen. Dann kann man sich dann so ein bisschen merken oder ein bisschen darauf einstellen, wie die Geschwindigkeiten dann letztendlich sind. Ja, und oben läuft dann, wie gesagt, hier immer nochmal durch, was euer Trainingserfolg
euch dann sagt. Und vor allen Dingen wichtig ist halt die Geschwindigkeit, dass man eben sieht, wie schnell man überhaupt läuft. Ja, man sollte sich dann bei den höheren Geschwindigkeiten natürlich an dieser Brücke, an diesem Handlaufen natürlich auch festhalten, damit man eben nicht irgendwie seitlich wegkommt und dann auf die Klappe fliegt, wie es auf Deutsch heißt, sondern dass man wirklich dann auch einen sicheren Stand hat. Das solltet ihr so ab 6 km/h dann auf jeden Fall berücksichtigen. Wenn ihr natürlich dann dran gewohnt seid, dann könnt ihr natürlich auch freihändig, wie man so schön sagt, joggen. Hier seht ihr nochmal die Geschwindigkeitsverstellung. Wie gesagt, in 0,5 km/h Schritten geht das. Ja, und 12 ist wirklich recht schnell. Und ihr hört jetzt mal, wie das Band jetzt hier, was es für Laufgeräusche von sich gibt. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall erträglich und da kann man auf jeden Fall mitarbeiten. Ja, und ansonsten gehen wir jetzt hier auf die Stopptaste einmal und ihr seht, dann geht das in 0,1 km/h Schritten langsam nach unten, sodass ihr dann bequem auslaufen könnt. Und wie gesagt, wenn ihr dann das Problem habt, dass ihr irgendwie euch, keine Ahnung, abhandengekommen seid dann von dem Band oder sowas, dann wird hier die magnetische Sicherung abreißen und dann steht das Band sofort innerhalb von einer Sekunde dann komplett still, dass ihr euch da nicht irgendwie weiter verletzt. Also selbst daran ist auf jeden Fall gedacht. Ja, ihr könnt das Ganze dann natürlich wieder in Betrieb nehmen, indem ihr das hier unten einfach wieder anstöpselt und dann könnt ihr das Ganze ganz bequem wieder starten. Dann geht der Countdown wieder von vorne los. Ja, und dann läuft das Band wieder ganz bequem an. Und wie ich meine, macht das hier auf jeden Fall einen ganz tollen Eindruck, wie man das sieht. Ja, ansonsten oben zählt dann, wie gesagt, und unten natürlich auch im Display einmal die Geschwindigkeit. Dann haben wir hier die verbrauchte Zeit, die wir schon gelaufen sind. Dann die Wegstrecke, die wir zurückgelegt haben, wird hier dann angezeigt. Und dann kommen 3 Kalorien jetzt in dem Fall, sind hier schon verbraucht worden. Ihr könnt das Ganze per Bluetooth koppeln mit eurem Handy und könnt dann auf dem Gerät direkt, da sind nämlich Lautsprecher mit drin, dann mit Musik ausstatten und dann könnt ihr während des Trainings auch ganz bequem Musik hören. Ja, und so sieht das Ganze dann jetzt aus, wenn hier jemand drauf sich befindet und dann eben locker erstmal startet. Und dann natürlich nach hinten raus dann immer schneller dann auch läuft. Das heißt, wir drücken dann jetzt hier mal die Plus-Taste. Ja, da muss man, wie gesagt, sehen. Und die Lauffläche ist sehr groß bei diesem Band. Die ist tatsächlich 42 x 95 cm, sodass man da auch wirklich, wenn man ein bisschen größer ist, dann auch drauf laufen kann. Übrigens hält das Band bis zu 120 Kilo Tragkraft aus. Also selbst wenn ihr ein paar Pfunde zu viel habt oder ein bisschen mehr als zu viele Pfunde habt, dann ist das natürlich auch für euch geeignet und man kann über diese Füßchen unten dann das auch wirklich so einstellen, dass das dann wirklich satt aufliegt und sich nicht großartig hin und her bewegt. Ja, ansonsten seht ihr das hier in Funktion, wie das Ganze hier dann im Betrieb aussieht und ich denke mal, man kann da richtig Musik mitmachen. Wie gesagt, von ganz locker gehen, sage ich mal, über normales Walking bis hin zum Joggen und bis hin zum wirklich schnellen Laufen. 12 km/h ist wirklich enorm schnell, das seht ihr hier. Und das ist natürlich schon mal eine ganz tolle Geschichte. Ja, und wenn das dann ausläuft, seht ihr das hier. Jetzt wird das Ganze etwas langsamer. So kann man sich dann eben langsam wieder an diesen Rhythmus gewöhnen. Ja, schreibt mir in die Kommentare, ob das was für euch wäre. Ich bin dolle interessiert. Das ist für euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change.